Was geht, meine Freunde? Und natürlich willkommen zurück mit einem neuen Video hier im Car Talk after my crazy Session. Ja, boah. Also ich muss sagen, in diesem heutigen Video wird es darum gehen, dass ich euch erkläre, wie geil das ist, wenn man kurz und knackig trainiert. Oh mein Gott, ist das gut. Ja, es ist richtig geil. Ja. Also ich muss echt sagen, ich kann es euch alles nur, euch allen wirklich am Herzen legen, dass ihr wirklich geht trainiert, geht ins Fitnessstudio und sorgt dafür, dass ihr nicht unnötig lange trainiert. Ja, das ist wirklich eine Sache, die ich wirklich vom Herzen sagen kann. Das heißt, wenn ich, guck mal, ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, ich habe Brust, ich habe einen Fünfer-Split und ich trainiere zum Beispiel die obere Brust, meine komplette Brust, ja, dann trainiere ich auch nur diese Brust und dann haue ich ab. Heißt, ich mache jetzt mittlerweile schon pro Muskel mache ich, ja, 6 Sätze, 6 bis 7 Sätze, zerstöre meine Brust oder je nachdem, was ich halt für Muskel gerade trainiere, komplett und dann gehe ich zur nächsten. Das heißt, ungefähr bin ich 45 Minuten am Trainieren. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich trainiere 45 Minuten bis eine Stunde. Ja, und früh habe ich mal 2 Stunden trainiert und zwar richtig lang und so. Ich kann aber persönlich sagen, dass ich wirklich in diesen 2 Stunden nicht so einen heftigen Pump hatte, wie jetzt nur bei 45 Minuten. Sorgt dafür, dass ihr das Training nicht so lange hält, aber dafür intensiver. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht und ihr redet da mit so vielen Leuten, ja, natürlich ist der Pump dann weg. Das ist nicht der Sinn der Sache, ne? Merkt euch das. Es gibt auch oftmals auf YouTube oder auf Social Media immer so welche Leute, die sagen so, ey, ihr braucht einen anderen Reiz. Ja? In gewisser Weise stimmt das wirklich. Man testet euch mal richtig aus, denn jede Übung kann ich auch nicht machen. Wenn mir jemand sagt, ey, du machst jetzt nur Klimmzüge, nur für den Rücken, damit du einen breiten Rücken bekommst, dann bin ich wieder raus. Mit Klimmzüge bist du nicht in der Lage. Du bist nicht in der Lage, ja, einen fetten, breiten Rücken aufzubauen. Da gehört schon viel mehr dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das halt, ob ihr euch mit der Anatomie des Bodybuildings auseinandersetzt. Aber generell ist es halt so aufgebaut. Die Anatomie des Körpers ist sehr komplex aufgebaut. Wenn man weiß, wie der Muskel trainiert wird, wo der quasi ansetzt, dann braucht ihr nicht immer auf so behinderte, auf bekloppte Leute hören, die irgendwas sagen, macht dies und macht das. Merkt euch das. Ja, die Anatomie zu wissen, oh sorry, wie ein gewisser Muskel aufgebaut wird, ist das A und O. Und ich muss schon sagen, dass diesen Plan, den ich jetzt verfolge, das ist ein Fünfer-Split. Ja. Den würde ich nie wieder mehr hergeben. Den würde ich wirklich nie wieder mehr hergeben. Ich trainiere 5-mal in der Woche und ich habe komplett alles ausgereizt. Den einzigen Muskel, den ich in der Woche 2-mal trainiere, ist die Brust. Weil ich habe schon oft in den Videos erzählt von mir, dass da ein bisschen mehr kommen muss bei der Brust. Im Verhältnis zur Schulter und zum Latissimus ist meine Brust minimal nicht so muskulär aufgebaut. Da muss ein bisschen mehr rein, weil die Genetik nicht so krass ist bei meiner Brust. Mittlerweile sieht die schon wirklich richtig krass aus. Ich muss euch mal ein paar geiles Video zeigen, wo ich dementsprechend hier richtig geilen Brustpump habe. Aber mittlerweile läuft das sehr gut. Gerade die obere Brust, die stimuliere ich sehr, sehr extrem jetzt, weil das auch die Schwäche ist von der Brust am meisten. Ja. Trainiert eure Schwächen. Das kann ich euch nur empfehlen. Trainiert eure Schwächen. Ja. Ihr müsst euren Körper wirklich als eine Art Porträt bezeichnen oder betrachten. Ihr geht ins Spiegel, ihr guckt, ihr trainiert sehr hart und wenn ihr seht, okay, alles klar. Weil das ist oftmals der Fall, da sind Leute, die sehen so gut aus, aber die haben keine Brust. Dann denke ich mir so, hallo, trainier mal deine Brust. Ihr müsst schlau trainieren. Schlau. Und was auch oftmals der Fehler ist, was die meisten Menschen machen, ist, sie gehen ins Fitnessstudio, sie trainieren, aber sie machen sowas von mit Schwung, macht weniger Gewichte, Mann. Ich erzähle es euch wirklich ohne Witz. Ich bin selber Fitnesstrainer und ich sehe das immer wieder. Oh, das ist ja leicht. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Es muss ja erstmal leicht sein, damit ihr die Übung erstmal hinbekommt. Ja, je nachdem, wie viele Sätze man macht. Ja.
Das ist halt so. Ich habe früher sowas von falsch trainiert. Auf, oh, als Bodybuilder musst du viel Gewichte stemmen. Es ist aber nicht so. Du musst als Bodybuilder, du musst generell, okay, du musst halt Gewicht stemmen. Aber nicht so viel, dass du Schmerzen hast, dass du nicht mal ein vernünftiger Rappen bekommst. Das ist Schwachsinn, ist das. Das ist Quatsch, ist das. Du musst generell schwer trainieren als jetzt jemand, der kein Bodybuilding macht. Ist ja klar. Aber so extrem schwer, dass du nicht mal eine Ausführung hinbekommst, ist Humbug. Das ist Humbug, ist das. Ja. Es ist einfach Humbug. Ja. Dieses Video ist einfach, wie soll ich sagen, es gibt gewisse Sachen, die ich einfach loswerden musste, weil das nervt mich total. Ebenfalls mit der Ernährung, ebenfalls. Oder mit Proteinshakes am allermeisten. Ne? Oh, ey, wenn ich trainiere, muss ich schnell hingehen zu Whey-Protein nehmen. Bleib mal locker, entspann dich doch mal. Wenn du kein Whey-Protein trinkst nach dem Training, die Welt bricht dir zusammen oder was? What is going on? Wenn du genügend Eiweiß zu dir nimmst im Alltag, genügend Fleisch, mach dir keine Sorge, entspann dich doch mal. Und wenn du dann dein Eiweißkonsum, dein Whey-Protein mal nach einer halben Stunde zu dir nimmst oder nach einer Stunde, die Welt bricht dir zusammen. Ihr müsst euch mal entspannen. Bodybuilding ist keine Mathematik. Es ist harte Arbeit, ist das. Und wenn du mal so ein bisschen das alles dazu nimmst, dein Whey-Protein ein bisschen später, ja, oder gar kein Whey-Protein, wenn du genügend Eiweiß zunimmst durch die Ernährung, was natürlich äußerst schwierig ist, dann mach das doch. Dann brauchst du kein Whey-Protein. Ne? Kann man nehmen. Wie gesagt, ich habe beim so vielen Videos erklärt, dass Whey-Protein dafür da ist, dass du wirklich dafür sorgst, dass du dein Proteingehalt quasi decken kannst. Gerade wenn du ein richtiger Open Bodybuilder bist, der wirklich richtig breit und muskulös ist, 130 Kilo, ja gut, dann ist Whey-Protein vielleicht sinnvoll, weil durch die Ernährung so viel, keine Ahnung, der hat bestimmt einen Kalorienbedarf, also an Eiweiß, 350 bis 400 oder so. Also richtig viel. Durch die Ernährung ist es halt schwierig. Aber wer wiegt denn schon 130 Kilo? Bei allem Respekt jetzt. Natural vor allen Dingen, ne? Also bei allem Respekt. Ne? Nimmt das, wenn ihr wisst, okay, der Kalorienbedarf, den ich habe, den muss ich damit decken können. Nimmt das, hundertprozentig. Ne? Das ist das Ding. Ja? Und ganz wichtig an Leute da draußen, die ich euch auch sage, wenn ihr eine Übung nicht wisst, wie sie funktioniert, geht bitte zu jemandem, ja, und lasst die von euch erklären. Es gibt Leute, die machen, hört mir zu, es gibt Leute, die machen wirklich Latziehen und sie ziehen zum Bauchnabel. Das habe ich auch oft gesehen und ich dachte mir, was? Was ist das denn? Wer trainiert so? Das ist verantwortungslos, dass man Menschen so trainieren lässt. Als Trainer muss man die Leute sofort hinweisen, dass man so nicht trainieren soll. Ne? Wir betrachten das, ich betrachte es vielleicht anders, aber es gibt Leute, die sind wirklich im Bodybuilding nicht aufgewachsen. Die wissen gar nicht, what's going on here. Ja, merkt euch das. Bodybuilding ist ein harter Sport, aber nicht nur hart, sondern auch viel Know-how gehört dazu. Man muss vieles wissen, man kann vieles falsch machen im Bodybuilding. Hinsichtlich der Ernährung, hinsichtlich des Trainings an sich, ne, mit zu schwer trainieren, ja. Entspannt euch mal, trainiert diszipliniert, aber ihr braucht nicht so extrem schwer zu trainieren, wenn ihr richtig fit werden wollt. Merkt euch das. Das ist eins, was ich euch sagen wollte, meine Freunde. Hier, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade im Auto. Ja. Mal gucken. Das hier ist gerade ein Audi A3, falls ihr Interesse habt, dass. Ey, die Autos gehen mir so auf die, ne? Also, ey, die nerven total. Also, das ist ein Audi A3, ist ein geiles Auto nebenbei, ganz kurz. Kurz Thema gewechselt. Mal gucken, vielleicht in Zukunft Audi A4 holen. Bin mal gespannt. Mal gucken. Aber soweit ist es ganz okay. Das Auto hat halt wieder ein paar Sachen, die man erledigen muss und so, ne? Aber ja, ich bin so einfach gestrickt. Solange ich das Auto habe, um irgendwie zum Sport zu kommen, läuft das. Ja, weil mein Sportstudio ist, sage ich mal, 20 Minuten entfernt von meinem Haus. Das ist schon eine harte Sache, ne? Aber egal. Das ist halt, wie gesagt, nur eine Sache. All das, was ich gerade in diesem Video gesagt habe, die mich total nerven, einfach total. Weißt du, einfach so richtig, richtig nerven. Ich hoffe, ihr denkt genauso wie ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Falls ihr mich nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne kostenfrei tun unter Crazy Angelus. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ich werde sofort antworten. Let's crazy go.